Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben diesmal ein neues Projekt am Laufen. Nicht nur Let's Play Total War Rome 2. Ja, diesmal richtig rumgesagt, da vertue ich mich gerne in der Reihenfolge. Sondern ich habe mir diesmal einen Spielpartner organisiert, den Harpo. Den haben wir Hallo. Uns heute mal so schön als, was hat er nochmal, Ägypter hier sich angesiedelt. Wir machen eine Koop-Kampagne, also nicht großartig gegeneinander, sondern wir versuchen gemeinsam die Weltherrschaft an uns zu reißen. Wie halt so jeden Abend. Man kennt das ja aus so altbekannten Comics. Ich habe mich hier für die Spartaner heute mal entschieden. Und werde dann halt, ja, womit anfangen? Womit werde ich anfangen? Gute Frage. Mit Logistik erforschen. Und mit den Ägyptern haben wir... Wo haben wir das denn? Ich kann gar kein Handelsabkommen mit dir schließen. Ah ja, okay. Könnte ja vielleicht daran liegen, dass ich gar keine Hafenstadt habe. Wäre so ein Grund, vielleicht. Genau. Den Wegmarsch werde ich nicht gehen, den du mir eingezeichnet hast. Sondern den da. Weil wenn ich da durchgehe, marschiere ich wieder durch feindliches Gebiet. Und das lasse ich schön. Ja, schade. Ja, Versuch war es wert, nicht wahr? Du kannst ja sonst auch einfach, hier, guck mal. Hier. Und dann... Ja, ich sehe gerade gar nichts. Hä? Wo zeichnest du denn was? Ah, jetzt. Ah, ja, jetzt habe ich's. Ja, den Weg könnte ich auch. Da könnte ich auch gleich bei Apollonia stehen bleiben und die erobern. Aber ich nehme den direkten Weg. Und ja, wir haben ja auch schon schöne hoplitische, spartanische Hopliten, nicht hoplitische Spartanier. Das war etwas falsch rum. Wir wollten es etwas andersrum angehen, so. Ruhig jeden Zentimeter von der Bewegungsradius ausnutzen. Und ja, was habe ich denn sonst noch? Einfach mal alles durchgucken, wer hier so mit mir noch ein Handelsabkommen haben möchte. Ich glaube eh keiner. Die mögen mich alle nicht so. Knossos, die könnten... Ich habe gutes Bier bestellt, ach ja. Um eure Kehle zu lockern. Genau, da fehlt ja wieder das Gleiche. Ich könnte höchstens Athen. Ob die Athener was von mir wollen. Aber die haben schon alles. Was haben wir denn da eigentlich für Abkommen? Ja, na, Handel und Nicht-Angriffspakt. Ja, lassen wir erstmal beim Handels-, Nicht-Angriffspakt. Vielleicht können wir sie ja nächste Runde mal, überfallen. Und hier bauen wir... Das habe ich ja auch schon Handelsvertrag mit. Ja, ich... Bei mir geht's halt nicht, weil ich wieder mit meiner... Ich guck grad... Weil ich natürlich mit meiner Stadt noch keinen Hafen habe. Ja, da musst du erst noch hier Apollonia oder Athen dann erobern. Ja, aber Athen hat ordentlich oder? Einheiten halt stehen hier. Das ist halt das, was etwas problematisch am Anfang ist. So, ich werde mir auch gleich mal eine dritte Armee ausheben. Und dann erstmal gleich gucken, welcher General ist denn mir am besten? Kultureller Einfluss, Strafe, öffentliche Ordnung. Korruption. Kultureinfluss, Korruption. Auch schön. Plus 2 kultureller Einfluss. Steht aber nicht, dass es nur für die Provinz gilt, wo er ist. Müsste dann ja theoretisch überall zählen, aber ich denke mal eher... Nehmen wir den hier. Und holen wir uns dann natürlich nicht nur einen General, sondern auch... die entsprechende Armee dazu. Oh, wen nehmen wir denn?
Drüben als mal da zwei von. Hier von zwei. Und weil es so schön passt, zwei Denari über. Ja. Gut kalkuliert, würde ich sagen. Ja. Ja, mein Spielstil wird ja. Der wird sich ja jetzt hier deutlich von deinem eher unterscheiden in den ersten paar Runden. Ja. Ich mache jetzt ja eher auf Handel und Frieden und sowas alles. Ja, du hast ja auch erstmal alles Mögliche. Ja, du hast eine Provinz und ich habe sechs. Ja, ich meine sechs Siedlungen hier. Ja. Und dann noch zwei über Zypern. Ah. Hier. Ah, wollen sie gleich Diplomatie? Die. Ja, die Kyrenaika da. Wollen die jetzt 1500 mir zahlen und ein Friedensabkommen dafür haben? Und das nehme ich an. Weil ich jetzt ja eh keinen Krieg brauche. Und ich kann die ja später eh wieder angreifen dann. Ja. Kannst du gleich wieder Krieg erklären nächste Runde und dann wieder Geld verlangen über nächste Runde. Jetzt kommt Knossos bei dir anscheinend. Ja, die kommen jetzt alle an hier. Jetzt wollen sie nicht Angriffspakt. Wolltest du noch was gegen Knossos machen, oder? Nö, ich wollte nichts gegen Knossos. War jetzt ja, erstmal nur dann so. Dann lasse ich das mal so. Ich hatte nur versucht, mit denen halt Handelsabkommen, aber wieder nicht dran gedacht, dass ich ja keine Hafenstadt bisher besitze. Eben werde ich mir ja erst nochmal aneignen müssen. Schauen wir mal, was sich bei dir hier unten so bewegt. Eine Armee, zwei Armeen, hier unten ist keine. Zwei Armeen und ein Spion. Dein Spion. Ja, dem, wie man die Kameraperspektive hat, ist das ganz schön versetzt, die Zeichnung, die man macht. Na, ich baue jetzt erstmal einfach die ganze Zeit und forsche eben hier die Technologien, die jetzt nicht auf dem Weg des Krieges hier unbedingt stehen. Ich will ja jetzt erstmal auch keinen Krieg haben eigentlich hier. Na, du gehst ja erstmal auf Ausbau deiner Provinzen. Deines doch schon ordentlich großen Reiches. Ja. Und ja, vielleicht will noch jemand diplomatische Beziehungen mit mir jetzt haben. Nee. Ja, je mächtiger du bist, je eher wollen sie es. Ja. Haben halt alle Schiss vor dir. Kannst auch gerne Krieg den Seleukiden aufdringen. Ja. Hast du ordentlich was zu tun. Dann zieh ich dich aber noch mit rein. Nö. Ich muss dir ja nicht beiseite treten. Ich kann ja auch abspringen. Sorge ich dann schon für. Du zahlst den dann, was aber? Ja, ich zahl den dann so 5000 pro Runde oder so. Ja, du bist dran. Jo, jetzt bin ich dran. Ah, ihr habt Frieden verhandelt. Ja. Ich bin ja ein ganz lieber Kerl hier. Ich brauche ja keinen Krieg. Die ganzen Charaktereigenschaften. Mag Nachfolger. Drei Leute mögen meine Nachfolger. Könnte hier ein paar Attentate ausführen. Gerücht. Will ich aber nicht. Oh, die haben aber auch ganz schön reingehauen hier mit ihrem schönen Spion. Ja, die Hälfte von der einen Einheit ist jetzt da schon fast weg. Ja. Aber die haben ja zum Glück jetzt nicht deine besten Einheiten getroffen. Ja. Also, ja, die wären ja bei den anderen gewesen. Ja, aber jetzt kommt erstmal mein Spion, der versucht sich jetzt da oben. Und er scheitert. Aber Wesen wurde er nicht dabei entdeckt. Von daher. Oder getötet. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich überlege gerade. Ich erwarte eure Befehle.
Wir hungern nach einer Schlacht. Dem kann ich jetzt ja vorziehen. Wir können diesen Befehl nicht ausführen. Oh, ich kann mich gar nicht mit dem bewegen. Mit welchem? Ach, vielleicht hat er auch den Armeetross jetzt sabotiert oder so. Dass du gar nichts mehr machen kannst mit dem. Aber die andere Armee kannst du noch, oder? Ja. Muss ich aber erstmal gucken, was denn da so. Ja, der hat da ganz schön was drinstehen in seinem Dorf. An Garnison. Ja, der Spion hat's bei dir irgendwie gar nicht richtig gesehen. Was der jetzt da hat. Also der hat ja 3 Mob, 2 Steinschleuderer und dann eben 3 Hopliteneinheiten. Also ein Bürgerhopliten, 2 Bürgerwehrhopliten. Ja. Deswegen, das ist schon ganz schön ordentlich, wenn ich nur mit meiner einen Armee da angreifen würde. Ja. Na, wenn es jetzt die stärkere von den beiden ist, dann dürfte es trotzdem noch ziemlich knapp werden eigentlich. Ja. Ja. Ja, kannst du ja noch einen Zug sonst warten, dann. Hatte ich auch vor. Dann kannst du auch mit der. Ah, das alles? Dann hast du ja gleich alle 3 Armeen. Oder. Eurem Volke zu dienen. Zumindest schon mal 2 Armeen. Ja. Da wird auch noch gerade 3 Einheiten nachrekrutiert nach dem Bewegen. Dann sollte das auch passen, denke ich mal. Ich wüsste auch gerade nicht mehr, was ich machen könnte. Ich könnte ja noch Söldner anheuern, aber. Nee, das lasse ich mal. Ich muss ein bisschen mit meinem Geld auch haushalten hier. So gut ist das Einkommen ja nicht mit einer Provinz am Anfang. Ja, das Problem habe ich nicht. Ja, welche Überraschung. Was? Es gibt aber auch diese Ikener, die am Anfang ein extrem hohes Einkommen haben können mit einer Provinz nur. Jetzt möchte Athen hier ein Schutzbündnis haben. Ich soll den 500 dafür zahlen. Ah. Aber du sollst dafür zahlen, dass. Du willst ja eh später eigentlich noch niedermachen, oder? Yep. Notfalls kann ich dir auch dabei helfen mit einer Flotte oder so. Ich hoffe mal, dass Athen gleich hier ein paar Einheiten abzieht. Aber erstmal wollte ich ja so Larissa und dann Apollonia wahrscheinlich. Sein ja, ich habe ja genug Geld, ich kann. Ach nee, das Problem ist ja, du hast dann glaube ich ja auch direkt mit Makedonien Krieg. Also meinst du nicht Athen? Weil. Was? Oder mit wem habe ich Krieg? Ja, wenn du Athen angreifst, dann. Athen ist ja ein Vasallenstaat von Makedonien. Also. Dann hast du Makedonien auch noch gegen dich, glaube ich. Makedonien habe ich irgendein Bündnis. Ich weiß nur nicht welches. Schutzbündnis? Wird mir auf jeden Fall gerade blau angezeigt hier. Das wäre dann natürlich ganz nützlich. Genauso wie du wirst ja auch blau angezeigt. Na, aber ich werde bald ein Feind sein. Ist ja wohl klar. Nee, also ich baue hier gleich schon mal. Ach, jetzt habe ich nur noch 45 Dinare übrig. Ja, die Flotte wird erstmal nicht ausgebaut. Ja, mit 45 kommst du nicht weit. Kannst du dir ein neues Seil für ein Segel kaufen, ne? Na, vielleicht. Vielleicht eine Anzahlung dafür. Ja. Ich bin aber auch schon wieder fertig. Oh, ich merke schon. Euer Agent ist gescheitert. Ja, schön, das habe ich doch letzte Runde schon. Ah, mein Agent wurde entdeckt. Armee wurde rekrutiert. Ach, guck mal, die haben die Armee ausgezogen aus Larissa. Jo, stimmt. Jetzt hast du da einfaches Spiel. Nikon hat eine nette. So, welcher meiner Generäle ist Nikon? Nikon ist der bei den
Ist genau, der bei dir noch auf der Insel? Ja. Auch nicht schlecht. Plus 2 kultureller Einfluss, verbreitet hellenische Kultur, plus 2 Einfluss, plus 2 öffentliche Ordnung pro Runde, minus 20% Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Ja, den solltest du dann auf jeden Fall immer in unruhigen Provinzen ja einsetzen. Ja, das ist, soll auch so der, ich sag mal, der Trupp hinter dem Kriegstrupp sein. Der zweite Trupp der quasi. Der Haushälter, oder? Ja, so ungefähr. Vorne marschieren die beiden starken Haupttruppen und dahinter der dann so den Rest aufräumt, quasi. Naja, guck mal, er ist ja noch stärker als der erste Trupp auf jeden Fall. Der zweite Trupp, da weiß ich jetzt nicht, ob die spartanischen Hopiten das rausreißen könnten. Beeilt euch, Männer! Ich erwarte eure Befehle. So, erstmal positionieren. Angriff. Ey, ja okay, jetzt sehe ich's. Ich wollte gucken, ob die anderen auch nah genug dran stehen, dass sie helfen. Nur da kamen so viele rote Striche auf einmal. Ja, wird ein knapper Sieg, glaube ich. Machst du automatisches Gefecht, nee, oder? Das gucken wir uns an. Ja, ich kann zugucken. Ich darf zusehen. Zum Ende der ersten Staffel oder der ersten Folge des Let's Plays Togethers nochmal einen Kampf machen. Oh, stehen da echt 3 Häuser? Ja. Nicht schlecht. Also ich sehe es nur auf Ladescreen bisher. Aber es könnten da... Ja, die 3 Häuser sind so schön in der Mitte. Ja. Scheint eine große Stadt zu sein. Jetzt guck dir mal die Armeeverhältnisse jetzt an. Die haben da nur... Da würde ja dein Trupp jetzt gerade schon ausreichen eigentlich. Wenn du dich nicht blöd anstellst. Weil die haben ja zur Hälfte nur Bauern. Ja, ja. Da ist ja auch nichts drin gewesen, weil das war ja nur diese Garnison, die sie da haben. Ja, du kannst mir ja gleich die Kontrolle über ein paar Einheiten übergeben. Ja, kriegst du auch. Ist aber schön offenes Gelände hier. Mit ein bisschen Hügel da drin noch. Eigentlich das ideale Schlachtfeld. Die kommen von hinten. Ja, erstmal starten, damit die... Ich brauche mich jetzt hier nicht groß aufstellen. Muss ja erstmal auf die Verstärkung warten. Erstmal hier im Wald verstecken. Obwohl, warum hier im Wald verstecken? Gehen wir doch mal hier in den Wald. Aber nicht sprinten. So. Jetzt müssten alle da sein, denke ich mal. Nein, da kommen noch welche. Gleich. Ich glaube, das sind jetzt alle. Dann kann ich dir dann ja mal welche überschreiben. Was hättest du denn gerne? Ja, ein paar Spartaner und ein paar Bogenschützen. Oder Schleuderer. Ein paar Spartaner. Ein paar Hopliten meine ich. Sind alles Spartaner, ja. Zack, 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 zack. So, ich denke mal, kriegst du ungefähr die Hälfte von mir. Bin mal großzügig. Hab den auch schon Vorwärtsrückbefehl gegeben. Sollen sich ja mal hier beeilen. Der Gegner wird die haben sich jetzt versteckt, die Gegner. Ne, ich sehe sie nur nicht, weil ich vorm Hügel stehe. Ja, ich schick mal meine Einheit hier auf den Hügel eben schnell. Ja, ich hatte denen hier alle so einen Befehl hier reingegeben gehabt. So als Linie. Ja, jetzt sind sie wieder da. Ja, jetzt bin ich auch mit dem ersten Trupp über den Berg. Jetzt sehe ich sie alle.
Die stehen da alle schön hier so. Oh mein Gott, die sind ja voll schnell. Willst du denn jetzt allein Angriffsbefehle geben? Ach, du hast die Kampfgeschwindigkeit. Was? Ja, ich hab runter. Natürlich. Jetzt gehe ich wieder zurück. Ja, aber oft ist die KI jetzt einfach so dumm. Hier, guck, die rennt mir jetzt einfach hinterher. Ah, die ey, das ist gut, die sehen ja nicht mal die Einheiten hinter dem Hügel. Ja, das wird eine Überraschung. Da kommt noch ein Stück, kommt noch ein Stück. Ihr könnt gern noch ein Stück näher kommen. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Sparta zu Befehl. So, jetzt gibt's auch für Mütze. Der Rest der Armee kommt auch gerade an. Steinschleuderer könnt schon mal werfen. Feuert auf den Feind! Periökische Hopliten! Hier müssen wir mal die Phalanx anmachen. Da kommt der General. Na. Als ich Bürgerwehr. Komm jetzt hier von der Seite. Auch nicht schlecht. Joach, jetzt ist der so gut wie platt schon eigentlich. Da zieht sich ja, schon der alles zurück. Ja, gleich. Ja. Bin noch nicht mal richtig angekommen und schon hauen sie da ab. Ja. Deswegen, Ah, der General hält sich noch ein bisschen da unten. So. Ja, jetzt. Steht hier überhaupt noch was vom Gegner? Ja, hier die ganzen Fernkampfeinheiten stehen noch. Standen, meinst du? Jetzt sind alle weg. Du hast den General getötet, oder? Oh, glaub nicht. Ich habe zumindest nichts gehört gehabt. Ja, von einer Sekunde auf die andere sind sie gerade alle abgehauen. Ja. Vielleicht hat er ja doch was abbekommen. Ja, hier, guck mal, 39 haben wir verloren. Und die, also. Oh, vier wieder durch Friendly Fire. Da habe ich nichts mit zu tun, obwohl ich alle Fernkampfeinheiten kontrolliert habe. Nee, hast du nicht, ich habe auch welche gehabt. Ich hätte auch noch drei Steinschleiderer. Aber da vier Friendly Fire, das ist. Ich rechne es immer so: Friendly Fire, was in einer Runde wieder aufgefüllt wird, ist noch gut. Oh. Wieder in super Slow Motion. Und das mit 44 FPS. Na. Wahrscheinlich bestand die ganze Animation nur aus einer FPS oder so. Ja, wir besetzen das Ganze natürlich schön. Habt ihr noch weitere Befehle? Und haben gnadenlosen Rang. Ah, guck mal. Ach, da oben steht's. Die Armee ist jetzt. Ja. Kannst da mit deinen anderen beiden Armeen schon mal nach Westen vorrücken? Ja. Also. Hier hin oder. Könnte den sogar noch. So. Achso, ich hab den Spion aus Versehen angewählt. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich glaube. Das ist unmöglich. Nein, komm leider nicht ganz ran. Ich hatte gehofft, dass ich nochmal
hochkommen würde, dass ich den erwische. Ja, aber dann würdest du doch auch auf makedonisches Gebiet kommen, oder? Ja, nicht unbedingt. Guck mal hier. Ja, doch, stimmt. Hier ist doch so die Grenze. Ja, ja, manchmal kämpfst du ja. Du stehst ja nicht unbedingt ganz daneben, aber er ist doch zu weit rechts, hast recht. So, der. Erstmal den Spion. Ja, ich kann ja gleich mal versuchen, ein paar Marineleute aufzustellen, dann kann ich Athen angreifen. Du raus, du rein. Und er kann schon mal leicht vorziehen. Ja, der Haushälter. Ja, der ist schon mal drin. Der muss ja noch nicht mal in der Stadt sein, oder? Ne, Provinz. Aber wenn einer ja drin steht in der Provinz, dann ist die Moral ja zufriedener, weil ich dann ja Militärpräsenz drin habe. Na, ich meine jetzt, die Effekte von ihm sind ja trotzdem jetzt, also die ganzen positiven ja, da. Plus 10 Charaktere habe ich hier gerade in der Provinz. Mach gerade auch noch die Steuer gerade raus. Dann fällt meine Änderung nur auf um minus 10. Und ich muss ja noch was erforschen. Auf Gelehrsamkeit gehe ich gleich auf zwei verschiedene Technologien hintereinander als Reihe. Damit ich dann auch nicht nur Spione und Streiter rekrutieren kann, sondern auch irgendwann die Würdenträger. Ich gucke gerade, was so meine Agenten hier so können. Ja, im nächsten Zug machst du dann ja wahrscheinlich erstmal den einen Charakter von den EP-Ross-Typen da noch fertig und dann hier direkt. Ja. Ups. Ah. So, welches wird denn mein Hauptarmee eigentlich? Na, momentan ist ja die unter dem Nikon da die größte. Ja, sind alle relativ. Ja. Herkules kann mir nicht das Wasser reichen. Wir hungern nach einer Schlacht. Ah, muss ich mal gucken. Bleibt der Würdenträger erstmal hier stehen? Nee, der General, der Held. Machen wir dann nächste Runde erstmal laufen lassen die Zeit. Ganz vergessen, ich hätte ja was bauen können in der Stadt. Oh nein. Aber egal. Na, ich. Na Moment, ich glaube, ich kann, glaube ich, nur diese komischen Fernkampfeinheiten auf dem Schiff machen. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen mehr die Häfen ausbauen, bevor ich dir helfen kann. Oder wirklich helfen kann. Ach, dort steht ja auch noch eine Armee von denen. Ein Admiral mit 3 Schiffen. Naja, der kann dir ja nichts. Nicht wirklich. Der kann mir mal gepflegt den Buckel runterrutschen. Das kann er. So, ja, ich muss mir erstmal die ganzen Tempel angucken hier, was die alle können. Ja, gut, das sind immer so viele verschiedene, die verschiedenste Sachen einbringen. Mhm. Na, ich gehe mal auf den Handelstempel. Ich erwarte eure Befehle. Dann noch ein Hof. Und hier. Ach, das Geld ist schon wieder alle. Ist der blöd. Was sagt der Richtige mit dem dicken Einkommen? Ich habe nur 3000 pro Runde. Ja, ist ja nur das Dreifache von mir. Kleinigkeit. Ich glaube, ich muss gleich mal ein paar Einheiten entlassen. Das ist ja viel zu viel, was ich hier abgeben muss. Meine Armee ist gar nicht mal so groß. Ja, aber ich kann. Ich kann eigentlich echt ein paar Einheiten entlassen, weil ich ja überhaupt keinen Krieg habe. Ja. Aber
Ja, und teilweise sind die ziemlich teuer und eh veraltet in ein paar Runden. 50, 50, 70, 100, ja, 160. Aber es geht, so teuer sind dann ja doch hier ägyptischen Pikeniere mit ihren 100 pro Runde. Komm jetzt weg. Welche Überraschung, die Generäle kosten dich am meisten. Oh. Aber Moment mal, die Generäle, die kann ich auch loswerden einfach hier. Ah, verdammt. Geht nicht. Ja, so halte ich das jetzt eben. No, ist nicht gerade Das sollte viel. ja ausreichen. Ja, ich weiß, aber ich habe ja mit niemandem Krieg und die KI marschiert ja nicht erst ein und erklärt mir dann den Krieg. Deswegen Da siehst du es könnte ich immer weit genug vor. selbst im Notfall könnte ich mir hier jetzt noch ein riesiges Söldnerheer aufstellen. Oder selbst wenn ich dann die Siedlung verlieren sollte, habe ich ja genug andere Dörfer noch. Ja, schlägst du halt mal schnell zurück. Ja. Das ist der Vorteil eines großen Königreiches. Ja, weil du jetzt am Anfang so richtig verkackt hättest, dann wär's ja auch für dich auch sofort vorbei gewesen. Ja. Weil dann greifen die dich an und dann kommst du ja nicht mehr auf die Beine, richtig? Dann hättest du schon richtig von mir Hilfe gebraucht hier. Es dauert dann übelst lange, bis man sich Ach. dann hier in Defensivstellung dann erstmal verteidigen muss. Ich habe meinen Spion gefunden, der ist ganz, ganz Ja, woanders, der als er ist sein müsste. da oben. Etwas größer gezeichnet auf der Minimap. Ah, der rutscht gerade auch wieder nach Westen. Einmal hier so rüber. Ja, ich habe ihn ja da jetzt hingezogen. So, bauen kann ich ja jetzt nichts mehr. Handeln geht auch nicht. Ach, ich habe einen schönen Ach. Armeeunterhalt von 1600 jede Runde. Ja, ich habe, glaube ich, ein größeres Reich, aber ich habe nicht mal annähernd so viel. Ich glaube, du hast Na, Moment. 600 Ich oder so habe eine Ausgabe. 590. Ja, Also ich habe habe 600. 600. Habe ich doch gut geschätzt. Ich habe eben mal so deine Kosten angeguckt. 590. Da kostet mir die Marine, die Marine kostet mich daher schon fast so viel. 200, ja. 280 fast, 270. Ja, 272. Jetzt bist du Ja, wieder dran, kannst ich dein hab schon meine boshaften Ereignisse Feldzug hier. durchgeblättert. Wir hungern nach Alle drei. Minas. Ja, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen Armeen verschieben. Denke ich mal, aber erstmal wollte Ah, ich doch guck mal, jetzt. der hier ist weg. Ja, der ist, denke ich Ist mal, der noch. jetzt. Ja, ich sehe ihn nur Ist der nicht. jetzt das? Ich sehe Du ja nur, kannst wenn es ich uns mit bis deinem knapp Spion genug ist. eben. Salve, wie kann ich euch helfen? Selbst wenn er Ja, da du oben kannst ja mit steht, deinem. soll er Kannst ja doch mit wieder deinem zurückkommen. Helden neben dem hinterherlaufen. Ja, warum denn? Ja, dann habe ich. Muss ja erstmal. Genau, ich könnte mal gucken. Was habe ich denn mit Makedonien hier? Namen unserer Freundschaft, die Schutzbündnis habe ich eine mit Freundschaft Makedonien. bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam Weisheit suchen. Kann aber nicht handeln mit Ja. denen. Ja. Na, sehe ich zumindest nicht, dass ich. Vermutlich, weil du. Ja, du hast ja keine direkte Landverbindung mit denen und hast keine Hafenstadt. Na, ich habe doch jetzt eine Landverbindung mit Larissa. Echt? Ach ja, stimmt, ja. Hier. Ja, dann ist seltsam. Vielleicht haben die ihr Handelsvolumen einfach ausgeschöpft schon. Ich höre euch Mal zu, wenn ihr gucken. aufrichtig Zahlung, sprecht. Handelsabkommen Wahrheit ist brechen, eure stärkste Militärischer Zugang Waffe. brechen, widerrufen, beenden. Militärischen Krieg erklären. Nö, gibt's nicht. Dann halt nicht. Smileys, die ich male, sind voll hässlich. Ja, ich sehe gerade nur noch so den Rest da unten. So, erstmal mein Geld schnell ausgegeben. Provinz. Können wir jetzt die Steuern erklären? Sind nur aber auf minus 10 gefallen, kriegen guten Boni. Ich erwarte eure Befehle. Kann der nicht, will der nicht. In Bewegung!
So viele Einheiten. Warum? Ach, der kann sich nur bis da. Da ist wieder der Fluss im Weg. Ach Mann, ist das nervig. Dann weg du dich halt mal vor. Ah, ich habe mich so günstig vor eine Brücke gestellt, dass die anderen nicht drüber konnten. Das ist natürlich auch geschickt gemacht. Wie lautet euer nächster Befehl? Euren Diensten? Oh, welcher wird denn mein? Schauen wir gerade mal so die Generäle hier durch. Ja, ich glaube, Epirus hat aber auch noch ziemlich viele Marineeinheiten irgendwo hier rumgammeln. Also irgendwie in dem Bereich hier oder dann eben noch hier. Ja, irgendwo da oben, vielleicht auch weiter hier unten, ja, irgendwo. Aber sollen sie von mir aus. Ich bin der Held der Götter. Geht er erstmal rein zur Militärausbildung. Zu euren Dienst. Flup. Wir hungern nach einer Schlacht. Der bewegt sich auch vor. Ja, du musst vielleicht aufpassen. Weil eine Armee hat er hier ja noch. Ja, aber die war nicht stark. Also da kommt meine 7-Mann-Garnison doch gegen an. Besonders da sind zwei periökische Hopliten drin. Ja, die müssen sich aber auch erst auffüllen. Sind jetzt erst 80 Mann bei den Hopliten. Stimmt auch wieder. Ach, werde ich ja sehen, ob er jetzt gleich zurückkommt. Ich erwarte eure Befehle. Naja, ich gehe volles Risiko nach vorne hier. Ich erwarte weitere Befehle. Und das war's dann für die Runde. Und ich würde mal sagen, eben schon vergessen, dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Haben wir gewesen eine sehr lange Aufnahmephase für den Beginn des langen, langen Let's Plays Togethers, hoffe ich mal. Nach deinen schönen Zeichnungen sage ich jetzt erstmal, für Folge 1 war's das. Bis demnächst. Ciao.